Wer mit den Ösen auf Kriegsfuß steht und auch diese Patches nicht immer gern annähen möchte, für den gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, das einfach zu verstürzen. Ich messe mir genau aus in meinem Oberstoff, wo ich denn gern mein Loch haben möchte. Das übertrage ich dann, mache meine Nadel rein, markiere mir das auf der Rückseite. Die habe ich ein bisschen mit Vlies bügelt und dann nehme ich mir einfach einen Knopf oder ein Centstück oder irgendetwas, was die Größe etwa dann für die Kordel Durchlass ist. Markiere mir das. Hier soll dann mein Loch rein. Und auf der anderen Seite von diesem Teil hier lege ich mir auf die rechte Seite vom Stoff, lege ich mir dann hier ein Stück Gegenstoff. So. Das tue ich feststecken und das steppe ich ab. Das steppe ich ab, wie ich es hier eben schon gemacht habe. Hier habe ich mein Stück Stoff angesteckt. Hier. Und das schneide ich mir jetzt aus. Das wird jetzt ausgeschnitten. Mit einer spitzen Schere. Vorsichtig, dass man nicht in die Naht reinschneidet. Ganz wichtig. So. Kann man hier noch ein bisschen Ecken einschneiden, die Rundungen. So, und jetzt wird dieser Stoff hier durchgefriemelt. So. Das wird hier durchgefriemelt. Und schon ist mein Hoodie, Kapuze, was auch immer, ist wunderbar versäubert. Schön. Und dann kann ich jetzt entweder das rund absteppen oder wie ich hier jetzt zum Beispiel schon gemacht habe, viereckig. Auf der anderen Seite wie so ein Patch, was ich jetzt hier hätte, kann man dann als Maß nehmen. Oder man kann es dann auch entweder ganz dezent mit Weiß, dass man es ja auch nicht sieht, oder auch mit einem Zierstich oder dass man sich vielleicht was Rundes macht, einfach was Rundes rundum, dass man das ansteckt. Aber so ist wunderbar versäubert und so kann ich dann mein Hoodieband hier wunderbar durchtun und fertig ist es und sauber und kann keine Öse ausreißen. Man kann auch dann, wenn man möchte, hier nochmal knappkantig absteppen, dass es auch wirklich schön sauber ist. Was ratsam ist, ist wirklich für dieses Stückel dann einen ganz kleinen Stich herzunehmen. Also den Stich ziemlich klein zu machen, weil man doch hier sehr in die Kurve rundum muss.